Minen und Bomben aus zwei Weltkriegen. Vor allem nach dem zweiten wurde Munition in Ost- und Nordsee versenkt, damit von ihr keine militärische Gefahr mehr ausgehen sollte. Seitdem ist der Sprengstoff eine Gefahr für die Umwelt. Und die wird jeden Tag größer. Eine Lösung gibt es noch nicht. Die Bergung durch Kampfmittelräume ist extrem aufwendig. Außerdem schauen wir uns das Verfahren an, mit dem Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die TNT-Belastung der Ostsee messen. Dafür müssen wir einen Sack Miesmuscheln auf einen großen Haufen Sprengstoff stellen. Und sehr gut aufpassen, wo wir rumhämmern. Es wurde berechnet, dass wenn der Haufen mit den 70 Seeminen hochgeht, dass dann halt Kiel keine Fensterscheiben mehr hätte. Wir wollen wissen, welche Lösungsvorschläge für das Problem auf dem Markt sind und die ganz wichtigen Fragen stellen. Was bedeutet das eigentlich, wenn die Ostsee voll ist mit Sprengstoff? Können wir da drin schwimmen? Können wir da drin tauchen? Kann man sich bedenkenlos daraus ernähren? Ist ein Toxikologe Fisch?